Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten Kabinettspressekonferenz in dieser Woche. Wir haben heute den 12. Februar 2021, eine Kabinettssitzung, wo es um die Corona-Schutzverordnung geht. Wir, das ist die Landespressekonferenz in Sachsen, ein Verein der landespolitischen Korrespondenten, die zu Gast haben, Regierungsmitglieder regelmäßig und befragen können. Das werden die Mitglieder der Landespressekonferenz auch nach den Eingangsstatements machen. Es gibt heute drei wichtige Menschen in Sachsen auf dem Podium. Nicht alle sind Regierungsmitglieder, ich hoffe, das sage ich korrekt. Wir haben heute die Gesundheitsministerin Petra Köpping, die zunächst was zur neuen Corona-Schutzverordnung ab Montag sagen wird in Sachsen. Wir haben dann den Wirtschaftsminister Martin Dulich, der etwas sagen wird zu Hilfen für Pendlern. Und wir haben den Landespolizeipräsidenten Horst Kretschmer, der etwas sagen wird zum Thema Grenzkontrollen und Polizeiaktivitäten ab dem Sonntag, glaube ich. Wir werden mit den Eingangsstatements von allen dreien anfangen und danach die Gelegenheit für Fragen nutzen. Frau Köpping, Sie wären die Erste. Danke. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst mit einer etwas traurigen Nachricht die heutige Pressekonferenz beginnen. Noch während der Kabinettssitzung erreichte uns heute die Nachricht, dass ein junger Mann hinter dem Landtag sich heute selbst angezündet hat und an seinen schweren Verletzungen verstorben ist. Wir kennen keine Hintergründe, kennen auch die Person noch nicht und trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auch im Namen des Kabinetts den Hinterbliebenen natürlich unser herzliches Beileid auszusprechen. Und natürlich hoffen wir, dass baldige Aufklärung zu diesem Fall geschehen wird. Das vielleicht zum Eingang zur Pressekonferenz. Dann möchte ich in der üblichen Art und Weise über die aktuelle Situation in Sachsen, was das Thema Corona betrifft, informieren. Wir haben nach wie vor eine etwas fröhliche Entwicklung, das möchte ich ganz klar sagen. Wir haben also heute eine 7-Tages-Inzidenz von 71 in Sachsen und wir haben nur noch zwei Landkreise in Sachsen, die eine Inzidenz über 100 haben. Ich glaube, dass das eine sehr erfreuliche Zahl ist. Was aber nach wie vor hoch bleibt, das sind die Menschen, die verstorben sind. Gleichzeitig möchte ich aber auch noch mal mitteilen, dass die Zahl derer, wo es Mutationen entdeckt werden, wächst. Wir haben zum heutigen Tag 67 Mutationen in Sachsen. 17 davon sind die großbritannische Mutation, 2 Mutationen sind die südafrikanische und 12 Mutationen sind Mutationen, wo keine genaue Zuordnung erfolgt ist. Also insofern müssen wir nach wie vor wachsam und achtsam sein. Und ich sage das im Vorfeld zu dem, was wir gleich sagen werden, nämlich zur neuen Corona-Schutzverordnung, weil vielleicht der eine oder andere sich schon erhofft hat, dass wir dort die eine oder andere Lockerung machen können, Erleichterung machen können, was wir sicher im geringen Umfang auch tun. Aber insgesamt steht es so, dass wir weiter wachsam bleiben müssen. Weil gerade in bestimmten Bereichen von Sachsen sieht man, dass eben diese Mutationen doch erheblich zugeschlagen haben, wie eben zum Beispiel im Landkreis Vogtlandkreis, wo es alleine 22 Mutationen gibt. Zu den Impfzahlen würde ich auch eingangs noch zwei Worte sagen, dass wir nach wie vor beim Impfen das, was wir an Möglichkeiten haben, das, was wir an Impfstoffen haben, nämlich verimpfen. Wir haben momentan 175.426 Menschen geimpft und darunter 120.860 Erstimpfungen. Wir sind damit im guten Mittelfeld, was deutschlandweite Impfungen betrifft. Auch das will ich an der Stelle nochmal sagen. Wir haben uns ganz klar an die Vorgabe gehalten, dass wir zum Beispiel beim BioNTech oder Moderna Impfstoff eben immer die 50% vorhalten, um die zweite Impfung abzusichern. Das ist uns ganz wichtig, weil wir dort gesagt haben, dass wir keiner Terminverschiebung für die Zweitimpfung zulassen wollen. Und deswegen haben wir diese Zurückhaltung gemacht, was dazu führt, dass man eben vielleicht nicht den Spitzenplatz in Deutschland einnimmt, aber einen sehr sicheren Platz in Deutschland einnimmt. Unser Ziel, auch das will ich noch mal sagen, ist ja, dass wir bis Mitte Februar alle Pflegeeinrichtungen erst geimpft haben. Und auch das ist mir immer wichtig zu sagen, weil gerade in den Pflegeeinrichtungen wir sehr viele Menschenleben zu beklagen haben durch Corona. Und deswegen war unser Anspruch, dass wir das bis Mitte Februar erreichen. Zur neuen Corona-Schutzverordnung. Heute im Kabinett haben wir beschlossen, dass diese ab Montag, den 15. Februar bis einschließlich den 7. März gelten wird. Wie angekündigt, heißt das eine grundsätzliche Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 7. März. Kontaktbeschränkungen bleiben wie bisher in der jetzigen Corona-Schutzverordnung geregelt. Und wir müssen weiter vorsichtig bleiben. Das kann ich nicht oft genug sagen, auch wenn das der eine oder andere vielleicht nicht mehr hören kann. Wir setzen mit unserer neuen Corona-Schutzverordnung die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um.
Was haben wir jetzt konkret beschlossen? Das kann auch ein bisschen abweichend sein von dem ursprünglichen Eckpunktepapier, was wir vor 2 Tagen angesprochen haben, weil wir vom Eckpunktepapier bis zum heutigen Beschluss immer mittendrin die Anhörungen durchführen. Die Anhörung im Sächsischen Landtag, die Anhörung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, des Landkreistages. Und dort sind durchaus der eine oder andere Punkt an Hinweisen mit eingeflossen. Erstens, Friseure und Fußpfleger dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Allerdings mit Hygienekonzept und medizinischen Masken und mit einem wöchentlichen Test der Inhaber und Beschäftigten. Ich spreche dabei von einem Schnelltest. Auch das ist mir nochmal wichtig, weil ich durchaus die eine oder andere Zuschrift bekommen habe, wenn das ein PCR-Test ist, den man selbst bezahlen muss, dass der eben sehr teuer ist. Also auch ein Schnelltest ist ausreichend. Dafür sind die Arbeitgeber verantwortlich. Friseure brauchen ein Terminmanagement, um Ansammlungen von Kunden zu vermeiden. Das Zweite, was wir festgelegt haben, ist die medizinische Maskenpflicht im Kfz, wenn Personen außerhalb eines Hausstandes im Auto unterwegs sind. Insbesondere gilt das für den beruflichen Kontext und bei Fahrgemeinschaften. Und auch für Fahrer gilt die Maskenpflicht. Das verstößt nicht gegen die Straßenverkehrsordnung. Sowie für Handwerker und Dienstleister in und vor den Räumlichkeiten der Auftraggeber, sofern dort andere Personen anwesend sind. Das ist eine rein sächsische Regelung und trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, dass wir diese Regelung in unsere Corona-Schutzverordnung aufgenommen haben, weil wir durchaus, wer wachsam durchs Leben geht, sieht, dass eben gerade solche Fahrgemeinschaften im Auto keine Maskenpflicht anwenden. Des Weiteren haben wir heute beschlossen, die Ausgangsbeschränkung und Ausgangssperre bleiben grundsätzlich bestehen. Ausgangssperren sollen aber die Landkreise und kreisfreie Städte aufheben, wenn die 7-Tage-Inzidenzwerte von 100 Neuinfektionen im Land und von 100 Neuinfektionen im Landkreis oder der kreisfreien Stadt an 5 Tagen in Folge unterschritten wird. Der 15-Kilometer-Radius kann für das Einkaufen nach den übrigen Bedingungen aufgehoben werden und für Individualsport und Bewegung im Freien ohne touristische Zwecke. Das heißt, für touristische Zwecke bleibt der 15-Kilometer-Radius bestehen. Ziel dabei ist nach wie vor, dass man die Hygiene- und Kontaktregeln berücksichtigt, sowie dass man berücksichtigt, welche Regelung im Nachbarlandkreis, nämlich die 15-Kilometer-Regelung, gelten kann. Click und Collect, auch darüber ist schon gesprochen worden, im Einzelhandel wird unter strengen verbindlichen Bedingungen zugelassen, nämlich einem Hygienekonzept. Und zum Beispiel eben auch mit einem gestaffelten Zeitfenster zur Abholung. Was wir vermeiden wollen, auch das will ich heute nochmal sagen, ist, dass sich große Schlangen beim Abholen von Waren bilden, sondern es soll Einzelabholung erfolgen. Kfz-Fahrschulen sollen wieder öffnen dürfen, mit Hygienekonzept und wöchentlicher Testung für Fahrschullehrer. Ab dem 1. März sollen sie öffnen können, aber nur, wenn die Ausbildung berufsbedingt erforderlich ist. Fahrschulen müssen wieder geschlossen werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 100 im Freistaat und im Landkreis an 5 Tagen in Folge überschritten werden. Ein weiterer Punkt wird der Einzelunterricht von Musikschulen. Der wird wieder erlaubt ab dem 1. März. Bedingung dafür ist die wöchentliche Testung der Unterrichtenden. Schließung auch hier analog zu Fahrschulen bei Inzidenzüberschreitung von 100 in Sachsen und im Landkreis in Folge von 5 Tagen. Und zuletzt, auch das ist ja schon kommuniziert worden, Schule und Kita. Die Öffnung von Schulen und Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb ab dem 15. Februar, das wurde bereits separat vom SMK informiert. Dann würde der Wirtschaftsminister zur neuen beschlossenen Quarantäneverordnung für Sachsen kommen. Und damit würde ich gerne übergeben an Herrn Martin Dulich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich zur Quarantäneschutzverordnung komme, möchte ich trotzdem noch einige erklärende Worte zum Beispiel zu Click and Collect nochmal loswerden. Denn mit der neuen Möglichkeit, die es ab Montag gibt, soll tatsächlich unserem Einzelhandel mehr Flexibilität gegeben werden. Wir wollen aber wirklich dringend verhindern, dass das die Öffnung durch die Hintertür ist. Auch hier brauchen wir ganz dringend das Verständnis und vor allem die Organisation des Einzelhandels, dass klar ist, dass nur mit einem Zeitmanagement Click and Collect möglich ist. Das heißt, die Läden müssen sicherstellen, dass der oder diejenige, die eine Ware bestellt,
zu einem definierten Zeitfenster diese Ware abholen kann. Das gilt auch für die Unternehmen, die zum Beispiel in der Lage sind, auch Drive-In zu ermöglichen, wenn es jetzt zum Beispiel um Gartencenter oder Ähnliches geht. Auch dort wollen wir verhindern, dass große Schlangen vor den Einrichtungen sind. Auch hier ist es zwingend notwendig, ein klares Zeitmanagement als Grundlage für die Gestattung von Click and Collect zu ermöglichen. Das ist uns sehr, sehr wichtig, nochmal zu betonen, denn wir wollen wirklich verhindern, dass Menschen sich vor den Läden versammeln. Es gibt eine Erweiterung, die wir heute auch im Kabinett beschlossen haben, dass zum Beispiel eben auch Unternehmen über Click and Collect ihre Waren verkaufen können, die saisonal regionale Pflanz- und Saatgut vertreiben. Denn sicherlich muss man hier nochmal berücksichtigen, dass es nur kleine Zeitfenster gibt, wo diese Pflanzgüter oder Pflanz- und Saatgut tatsächlich verkauft und eben auch in die Erde gebracht werden können. Das vielleicht nochmal vorangestellt. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahlen, die uns in den vergangenen Tagen und Stunden aus Tschechien erreichen, sind dramatisch. Innerhalb weniger Tage sind die Inzidenzzahlen aufgrund der Mutation des Coronavirus gerade in der Grenzregion zu Sachsen hochgeschossen. Sie liegen etwa viermal so hoch wie im Landesdurchschnitt mit einer Inzidenz inzwischen von über 1000. Die exponentielle Verbreitung gehört zu den Negativszenarien, auf die wir uns auch in Sachsen vorbereiten müssen. Die Lage ist ernst und sie wird halt auch täglich ernster. Auch wenn einige immer noch von vielen Lockerungen reden und wir die Sehnsucht nach dieser Normalität verstehen können, die Ungeduld verstehen können, müssen wir diese Verbreitung sehr, sehr ernst nehmen. Und können deshalb nicht zulassen, dass ein neuer Hotspot dadurch entsteht, dass gerade die hoch ansteckende Mutation weiter nach Sachsen kommt. Im Vogtland-Landkreis haben wir bereits eine erhöhte Anzahl. Es ist unsere Aufgabe, eine schnellere Ausbreitung der Virusmutation in unserem Land zu verhindern. Deshalb haben wir heute die Quarantäneschutzverordnung verändert, die dann im Einklang mit der Einreiseverordnung des Bundes ab Sonntag 0 Uhr gelten wird. Zu der Einreiseverordnung des Bundes und den Konsequenzen, was das Grenzregime betrifft, wird dann Landespolizeipräsident Kretschmer sprechen. Was heißt das aber für die Einreise? In der Nacht vom zum Sonntag werden um Mitternacht die Grenzen zwischen Deutschland und Tschechien geschlossen und damit auch in Sachsen. Ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, die Grenze von Tschechien nach Sachsen zu übertreten. Das gilt für Privatpersonen und für Pendler. Ausnahmen bilden ausschließlich die Pendler, welche in Berufen der Medizin oder Pflege arbeiten oder die in der Landwirtschaft tätig sind und zwingend Nutztiere versorgen müssen. Nach der Einreiseverordnung des Bundes müssen Grenzpendler zwingend einen Nachweis über einen Test mitführen, der bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden ist. Sachsen geht über diese Anforderung hinaus und verlangt für die Grenzpendlergruppen, die weiterhin ohne Quarantänepflicht einreisen dürfen, ab Sonntag eine tägliche Testung. Also das heißt, diejenigen, die doch einreisen dürfen, medizinische Bereiche, Pflege, Nutztierpflege, müssen sich täglich testen lassen. Wo und wann genau diese Testung vorgenommen wird, ist unerheblich, solange eine Testung pro Arbeitstag auch garantiert ist. Die Ausnahme gilt ebenfalls für Transportfahrer im Dienst. Sie dürfen einreisen, aber auch diese müssen bei Einreise einen Testnachweis mitführen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Sie dürfen ohne Quarantänepflicht einreisen. Ursprung und Ziel der Reise sind nicht relevant. Mit Kontrollen im Rahmen des Grenzübertritts ist zu rechnen, dazu wird es da noch einige Ausführungen geben. Was heißt das jetzt für den Grenzverkehr? Grundsätzlich untersagt ist die grenzüberschreitende Beförderung von Personen aus Tschechien im Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- oder Flugverkehr in das Bundesgebiet. Die Deutsche Bahn hat soeben mitgeteilt, dass es keine grenzüberschreitenden Fernverkehre mehr geben wird. Und auch der Nahverkehr hat bereits seine Konsequenzen gezogen. Es wird also keinen grenzüberschreitenden Verkehr mehr geben.
Der Güterverkehr auf Schiene, in der Luft, zu Wasser und auf der Straße bleibt davon ausgenommen, wie ich bereits ausgeführt habe. Das heißt, auch Transitfahrten sind möglich. Dieses Beförderungsverbot von Personen gilt nach § 2 der Coronavirus-Schutzverordnung des Bundes in einigen wenigen Ausnahmefällen nicht. Dazu gehört insbesondere die Beförderung von Personen mit inländischem Wohnsitz, von Personen, die im Transitbereich des Flughafens umsteigen, ausschließlich Post-, Fracht- und Leertransporte, Ambulanzflüge oder Beförderung aus dringenden humanitären Gründen. In diesen Ausnahmefällen sind die derzeit bereits geltenden Bestimmungen der Coronavirus-Einreiseverordnung weiterhin zu beachten. Dazu gehört etwa die Mitführung der vorgesehenen ärztlichen Zeugnisse oder negativer Testergebnisse. Wir in Sachsen sind allein auch aufgrund unserer demografischen Entwicklung und auch schon traditionell auf unsere ausländischen Arbeitskräfte angewiesen. Vor allem eben aus unseren Nachbarländern. Nachdem diese Nachricht der bevorstehenden Grenzschließung über den Ticker ging, klingelte in der gesamten Staatsregierung die Telefone Sturm. Besorgte Unternehmerinnen und Unternehmer wollten wissen, wie sie ihre tschechischen Arbeitnehmer halten können. Der Freistaat Sachsen erweitert deshalb sein erfolgreiches Pendlerprogramm aus dem vergangenen Jahr. Wir haben es deshalb erweitert, weil die bisherige Regelung galt nur für systemrelevant beschäftigte Pendler, also in bestimmten Branchen, die als kritische Infrastruktur eingeschätzt wurden. Jetzt haben wir diese Pendlerrichtlinie geöffnet für alle Bereiche, weil ja das Einreiseverbot bis auf die Ausnahmen nun mal für alle gilt. Das heißt, der Unterbringungszuschuss steht nun allen Einpendlern aus Tschechien nach dessen Einstufung zum Hochvirusgebiet und damit auf sämtliche Branchen zur Verfügung. Der Zuschuss beträgt 40 Euro pro Nacht. Für enge Familienangehörige wie Ehepartner und Kinder beträgt er 20 Euro. Das heißt, wir wollen durchaus auch die soziale Situation für die betroffenen Pendlerinnen und Pendler unterstützen, dass sie eben nicht nur alleine hier dann für die nächsten mindestens 3 Wochen leben sollen, sondern eben auch, wenn gewünscht und möglich, sie ihre Familien mitbringen können. Da die Quarantäne-Schutzverordnung, die Einreiseverordnung des Bundes ab Mitternacht von Sonnabend auf Sonntag gilt, ist jetzt noch heute und morgen die Gelegenheit, dass eben Pendler sich darauf vorbereiten können. Wir wissen, dass das eine große Herausforderung ist, sowohl für 3 Wochen nicht nur die Sachen zu packen, sondern eben auch das entsprechende Hotel oder Pension zu suchen. Wir gehen auch davon aus, und so ist auch die Rückmeldung von vielen Unternehmen, dass diese bereits auch schon unterwegs sind und ihnen helfen. Wir wollen also mit der Unterstützung, mit der finanziellen Unterstützung dort eben auch wirklich möglich machen, dass dann Pendlerinnen und Pendler hier in Sachsen in den nächsten 3 Wochen leben können und dieses mit 40 Euro pro Nacht bzw. 20 Euro für die Angehörigen unterstützen. Die Antragstellung erfolgt wie bisher über den Arbeitgeber bei der Landesdirektion Sachsen. Die entsprechenden Formulare stehen online zur Verfügung. Wenn sich also Berufspendlerinnen und Pendler entscheiden, vor einer Grenzschließung, wie sie für die meisten tschechischen Grenzpendler am Sonntag, den 14. Februar um 0 Uhr erwartet wird, zunächst in Sachsen zu bleiben, kann ihre Übernachtung finanziell gefördert werden. Wir wissen, dass wir von unseren Menschen viel abverlangen. Gerade jetzt auch wieder von unseren Unternehmen und von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Deshalb gilt unser Dank allen, die mit viel Durchhaltewillen, Kraft und Überzeugung mit uns gemeinsam gegen dieses heimtückische Virus kämpfen. Und ich bitte alle, halten Sie sich weiter an die Regeln. Das Virus überträgt sich von Mensch zu Mensch. Und genau deshalb gilt es, Kontakte zu reduzieren, wo es immer geht. Auch die Lockerungen, die wir jetzt beschlossen haben, dürfen nicht den falschen Eindruck erwecken, dass alles wieder möglich ist. Denken Sie auch daran, dass vielleicht Dinge, die möglich sind, nicht zu nutzen, um auch wirklich Kontakte einzuschränken. Es liegt nach wie vor an unserem Verhalten, wie wir dazu beitragen,
diesen Virus zu bekämpfen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich zu den Einsatzmaßnahmen der sächsischen Polizei und der Bundespolizei entlang der tschechischen und polnischen Grenze komme, gestatten Sie mir nochmal die Auskunft zu dieser Selbstentzündung am Dresdner Elbufer in der Nähe des sächsischen Landtags. Die männliche Person, die sich dort aus einem Benzinkanister oder in einem Kanister mit brennbarer Flüssigkeit übergossen hat, ist bedauerlicherweise vor wenigen Stunden an seinen Verletzungen erlegen. Sie wurde von Passanten aufgefunden, wurde in dem Schnee versucht zu löschen. Die Rettungskräfte wurden unmittelbar in Folge alarmiert, kamen auch zeitnah am Unfallort an, auch ein Rettungshubschrauber. Man hat die Person dann in den Friedrichstadt-Klinikum verbracht und dort ist sie an ihren Verletzungen erlegen. Es ist, glaube ich, jetzt Aufgabe der Polizei, die Identität festzustellen. Wir brauchen also forensische Angaben. Die Person trug keine Ausweispapiere bei sich, die auf Rückschlüsse auf ihre Identifizierung zuließ. Und insofern sind wir jetzt in der Forensik und in der Feststellung der Identität. Auch wenn die Motive im Grunde aufgrund der Nähe zum Sächsischen Landtag eine politische Motivation erwarten lassen, gehen wir davon aus, dass es sich auch völlig anders entwickeln könnte. Und wir beteiligen uns da eher weniger an Spekulationen. Und deshalb bitte ich einfach um Verständnis für die Kriminalpolizei, die diese Vorgänge jetzt untersucht und sich natürlich auch mit der Thematik der Motivation dieser Selbstverbrennung beschäftigen wird. Wenn es dazu nähere Informationen geben wird, wird die Polizeidirektion Dresden als zuständige Behörde die Öffentlichkeit dazu informieren. Das vielleicht zu den eingangs durch Frau Staatsministerin dargestellten Ereignis. Jetzt vielleicht die zweite sehr spannende Frage. Es ist ja dargestellt durch meine Vorredner, dass der Unterschied in den Inzidenzen zwischen beiden europäischen Staaten, der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen, natürlich sehr deutlich ist. Wenn wir von einer Inzidenz von zwischen 70 und 80 reden, dann ist das in den unmittelbaren Landkreisen an der tschechischen Seite von 1000. Das ist einfach 10-mal höher als bei uns. Und wir stehen ja vor diesem Phänomen schon seit einer geraumen Zeit, dass einfach ein sehr hoher Unterschied zwischen den Belastungen mit dem Coronavirus zwischen dem Freistaat Sachsen und den Landkreisen der Tschechischen Republik vorhanden ist. Und es ist Aufgabe, glaube ich, der Polizei und der Bundespolizei, dafür Sorge zu tragen und die Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, sagen wir, das Überlaufen des Virus von der tschechischen in die deutsche Seite zu verhindern und Maßnahmen einzuleiten. Aus diesem Grund hat der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen am gestrigen Tag sich schriftlich an das Bundesministerium des Innern gewandt, mit der Bitte, Grenzkontrollen zwingend einzuführen. Unter den Gegebenheiten, dass die Tschechische Republik zum Virusvariationsgebiet ernannt werden wird durch das RKI, stehen die Voraussetzungen dafür, Grenzkontrollen einzuführen, sehr gut. Bisher ist diese Einreiseverordnung des Bundes noch nicht ergangen. Wir sind mit der Bundespolizeidirektion Pirna, also die der Bundespolizei, im engen Kontakt, erwarten diese Erlasslage jederzeit. Wir gehen auch fest davon aus, dass sie bis Sonntag 0 Uhr eintritt und werden dann gemeinsam, die Planung werden jetzt gerade durchgeführt, Grenzkontrollen an der tschechischen Grenze durchführen. Die Schwerpunkte sind auch uns bekannt. Das ist das Vogtland und das Dreiländereck im Zitterauer Raum, weil da Belastung auf der Gegenseite am höchsten sind. Insofern hoffen wir zweitens, dass die Bundespolizei im Gegensatz zur jetzigen Verordnung
Personen, die ohne Nachweis eines Tests an der Grenze erscheinen, auch das Recht erhalten, diese Personen zurückzuweisen. Das wäre der wesentliche Fortschritt, den wir erwarten. Wir sind in gemeinsamer Planung und werden diese Grenzkontrollen entlang der tschechischen Grenze bis zum Dreiländereck auch verstärkt fortführen. Die sächsische Polizei hat bisher seit dem 24. September verstärkte Kontrollmaßnahmen im Rahmen ihrer Schleierfahndung, also im grenznahen Bereich, im 30 Kilometer Radius zur tschechischen Grenze, durchgeführt. Und ich glaube, unsere verstärkten Kontrollen haben in den letzten Wochen auch Wirkung gezeigt. Was spricht dafür? Wie komme ich zu der Einschätzung? Wir hatten zum Beispiel gestern 4 Kontrollabschnitte im Klingenthal, in Tippoldiswalde, in Zittauer Oberland und in Marienberg, wo wir jeweils Einsatzzüge flächendeckend im Einsatz hatten. Und im Grunde sind uns 3 Verstöße bekannt geworden an dem Tag, was dafür spricht, dass die sächsische Bevölkerung sich darauf eingestellt hat und diese Ereignisse, die vielleicht noch vor 3-4 Monaten der Fall waren, deutlich Wirkung gezeigt haben und die sächsische Bevölkerung für diese Beschränkungen auch Verständnis zeigt. Um noch einige Zahlen als Ergebnis darzustellen. Wir haben in der ersten und zweiten Welle bisher ca. 13.000 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert. Und aktuell kann man so sagen, dass ca. 27.000 Kräfte in solchen Kontrollen eingebunden waren. Wir haben 284 Kontrollen gemeinsam mit den Ordnungsämtern durchgeführt und 251 Kontrollen mit der Bundespolizei. Das zeigt auch, dass dieses Maß an Kontrollen schon erheblich war. Und wir sind sehr froh, dass wir die Wirkung erreicht haben, die wir erreicht haben. Und ich glaube, es macht es nochmal deutlich, dass jetzt der nächste Schritt, nämlich die Zurückweisung an der Grenze, wir als qualitativen Fortschritt nochmal erwarten und sind guter Hoffnung und tragen das mit Optimismus, dass sich diese Verordnung des Bundes bis zum Sonntag ereignen wird. Dankeschön. Dann vielen Dank allen dreien auf dem Podium. Und jetzt gehen wir zur Fragerunde über. Der Mitglieder der Landespressekonferenz gibt schon ein paar Fragen, noch nicht so viele. Das ändert sich manchmal im Laufe der Antworten oder auch, wenn ich die Fragen weitergebe. Ich versuche sie, also ich werde sie zeitlich, so wie sie eingetroffen sind, aber doch mal thematisch zusammenfassen, sofern man das immer schon kann. Den Anfang macht Roland Herold von der Leipziger Volkszeitung. Und ich koppel das mit einer Frage von Kai Kollenberg, Freie Presse. Wieso müssen nun auch Autofahrer eine Maske tragen? Wieso hat man sich dafür entschieden? Die Frage geht an Frau Köpping. Und die Frage von Roland Herold würde ich mal lieber dem Horst Kretschmer stellen. Wie sollen maskierte Fahrer von Blitzern erkannt werden? Vielleicht macht Frau Köpping den Anfang. Ja, da würde ich erstmal beginnen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir durchaus die Feststellung gemacht haben, wenn in kleineren Sechserbussen oder ähnlichen Fahrgemeinschaften sind, manchmal auch im Pkw, die zum Beispiel gemeinsam zur Arbeit fahren oder ähnliches, dass man dann wirklich häufig beobachten kann, dass dort keine Maske getragen wird. Es geht nicht um Menschen, die zu einer Familie gehören, sondern es geht tatsächlich um Fahrgemeinschaften, die eben nicht zu einem Hausstand gehören. Und da das so ein Punkt ist, wo man vielleicht leichtsinnig, also wo man nicht daran denkt, dass ja auch das eine Virusübertragung mit sich bringen kann, genau aus dem Grund haben wir uns entschieden, das lange diskutiert, diesen Punkt eben in unsere Corona-Schutzverordnung aufzunehmen. Ja, rein juristisch betrachtet ist es in der Paragraph 23 unserer Straßenverkehrsordnung nicht gestattet, maskiert zu fahren. Das muss man mal grundsätzlich feststellen. Und jetzt hat unsere Corona-Schutzverordnung dem Kraftfahrer das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet. Insofern sind wir da ein bisschen im Spiel der Gewalten. Und ich glaube, die Blitzer, die im Freistaat Sachsen verwandt werden, kommen mit der Augenpartie gut zurecht und werden im Einzelfall auch die Identität des Fahrzeugführers feststellen können.
unabhängig, ob er Maske trägt oder nicht. Wir gehen davon aus, dass wenn er zu der Maske eine Sonnenbrille trägt oder eine Kopfbedeckung und damit seine Identität absichtlich verschleiert, glaube ich, werden wir diese Bußgelder erheben. Im anderen Fall würden wir eher im Rahmen unseres Opportunitätsprinzips davon Abstand nehmen. Dankeschön. Herr Kretschmer, Frau Köpping, Sie sind beide wieder gefragt in einem Frage-Doppel, diesmal von Michael Deutschmann, Bild-Zeitung, an Frau Köpping. Was versteht die Staatsregierung unter Individualsport? Ist dabei Skilanglauf oder das Wandern inbegriffen? Und Thomas Fischer, ebenfalls Bild-Zeitung, an Herrn Kretschmer. Kretschmer, glaube ich, bei Ihnen. Ich glaube, der Ministerpräsident ist Kretschmer. Wie will die Polizei kontrollieren, ob ich außerhalb des 15-Kilometer-Radius touristisch wandere oder sportlich walke? Ja, da haben wir auch heute lange drüber diskutiert. Wir sind gebeten worden, das noch mit aufzunehmen, dass man eben für Sportliche, für Individualsportliche, da kann das Langlaufen dazu zählen, ja, dass man da eben diesen 15-Kilometer-Radius verlassen kann. Ist ja auch kein Muss, also will ich auch nochmal dazu sagen. Aber für touristische Zwecke ist es eben nicht gedacht. Also wenn ich jetzt quer durchs Land fahre, um vielleicht noch in eine Ecke zu kommen, wo noch mehr Schnee liegt als bei uns, wir haben ja jetzt überall fast überall Schnee, dann ist das damit nicht gemeint. Es ist nicht für touristische Zwecke gemeint. Es ist nicht ganz einfach in der Begrifflichkeit, das glaube ich. Aber auf der anderen Seite ist es einfach auch ein Stück weit, wo wir gesagt haben, gerade jetzt in dieser Zeit, wo Bewegung an frischer Luft, wo sportliche Betätigung an frischer Luft notwendig und wichtig sind, wollen wir dem entgegenkommen und das möglich machen. Ich habe ja auch gesagt, was noch dabei zu berücksichtigen ist, sowohl die Inzidenz des Landes als auch die Inzidenz des Landkreises und natürlich auch die Beschränkung bzw. Einschränkung vielleicht im Nachbarlandkreis, wo dann eben die 15 Kilometer Bewegungsbeschränkung gilt. Ja, ich nehme da auch gerne dazu Stellung. Ich glaube, die Polizei hat von Vogtland bis nach Hoyerswerda gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, wie man mit diesen Einzelfänomenen umgeht. Wir können schon einen Skifahrer von einem Fußgänger unterscheiden. Und wir wissen auch, wo sein Auto steht und können Kennzeichen lesen. Und man erkennt auch an der Kleidung, ob jemand spazieren geht oder Sport treibt. Insofern hängt das, glaube ich, vom Fingerspitzengefühl der Situation ab, von den Ausführungen, die der Betroffene, der kontrolliert wird, macht. Und wir haben da bisher eine ganz gute Einschätzung getroffen und gehen das sehr verhältnismäßig um und sehr angemessen. Und ich glaube, wir machen da keine zusätzlichen Konflikte auf. Dankeschön. Wir machen weiter mit einer Frage an Martin Dulich von Michael Deutschmann, Bild-Zeitung. Können Sie bitte noch einmal die Regeln für Fernfahrer konkret erläutern? Werden auch Schnelltests akzeptiert oder ist ein PCR-Test vorgeschrieben? Für alle, die jetzt von der Ausnahme partizipieren, wird ein Schnelltest verlangt. Dieser Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das betrifft den Lkw-Fahrer genauso, der als Transitfahrer unterwegs ist, also durch Sachsen durchfährt, als auch derjenige, der einen Grund hat, hier einzureisen, wie ich es vorhin schon genannt habe. Also ein Schnelltest muss vorgewiesen werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Michaela Stahl, Hitradio RTL, will auch von Ihnen, Martin Dulich, wissen, ob es Ausnahmeregelungen bei der Einreise für tschechische Schüler gibt, die hier in Sachsen zur Schule gehen. Zur Grundschule wahrscheinlich oder Abschlussschule. Es gibt keine Ausnahmen für tschechische Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die Ausnahmen sind hier wirklich ganz restriktiv nur auf die Gruppen bezogen, die ich vorhin genannt habe. Thomas Fischer von der Bild-Zeitung will von Frau Köpping wissen, die Stadt Dresden hat angekündigt, die 15-Kilometer-Regel zu kippen, da hier die Voraussetzungen erfüllt sind. Dresden und das Land liegen 5 Tage unter der Inzidenz von 100. Muss auch der Ziellandkreis, den man ansteuert, unter 100 liegen oder spielt das keine Rolle? Doch, das habe ich gerade auch gesagt, dass es auch darauf kommt, den Nachbarlandkreis zu berücksichtigen. Dresden hat jetzt keinen Landkreis in der Nähe, der noch eine Inzidenz über 100 hat. Wir haben noch einen Sachsen-2-Landkreis, aber diese Berücksichtigung, dass der eben zum Beispiel eine 15-Kilometer-Bewegungseinschränkung haben kann, die liegt vor. Frage von Kai Kollenberg, Freie Presse, an Herrn Kretschmer.
Wieso wird es keine Schwerpunktkontrollen im Erzgebirge geben? Ich habe gesagt, wir machen die Schwerpunkte in den Gebieten des Vogtlandes, weil das gegenüberliegende Sokolov und Cheb, glaube ich, nochmal im Vergleich zu Usti deutlich höher liegt. Ich habe nicht gesagt, dass wir im Erzgebirge, gerade in Marienberg, wie wir es in den vergangenen 2 Tagen gemacht haben, keine Kontrollen machen. Aber ich glaube, sich zu konzentrieren in Richtung Liberec und in Richtung Cheb liegt auf der Hand, weil die Gefahr des Überschreitens aus unserer Sicht noch größer ist, nämlich doppelt so groß als im Erzgebirge. Aber wir vernachlässigen das Erzgebirge natürlich nicht. Dann mehrere Fragen von dpa. Christiane Ratz ist die erste an Herrn Dulich zum Pendlerverkehr. Was ist mit Warenverkehr und Lastwagen? Es gibt ja zum Beispiel viele Autozulieferer in Tschechien. Da gibt es auch keine Ausnahmen? Fragezeichen. Also Transportfahrer dürfen einreisen, wenn sie Waren oder Personen transportieren. Sie müssen halt nur einen Schnelltest vorweisen. Also die Spedition oder der Transit ist möglich. Ja, war das die Ausreise? War noch ein zweiter Teil der Frage? Nö, das war eigentlich nur, es ging nur um die Autozulieferer. Also diese Frage von Christian Ratz, das war nur eine Frage, aber es gibt jetzt noch dpa-Fragen, die gehen aber zum einen an Frau Köpping und zum einen an Sie, Herr Dulich. Das eine ist, gilt die Inzidenzregelung, Jörg Schurich, 5 aufeinanderfolgende Tage ohne 100, auch für Friseure? Er sagt, dass es möglicherweise beantwortet wurde, er aber technische Probleme hatte vorhin und ich will Sie sicherheitshalber stellen, die Frage. Und die zweite Frage von Jörg Schurich ist, gilt die Pendlerausnahme auch für Beschäftigte in der Ernährungswirtschaft? Also zur ersten Frage, ja, diese 5-Tage-Inzidenz gilt dann auch für die Friseure, beziehungsweise wir haben ja vorhin auch gesagt Fahrschulen, wir haben auch gesagt Musikschulen, das ist immer die gleiche Regelung. Wobei wir in Sachsen, das will ich auch nochmal ausdrücklich sagen, uns das sehr genau angucken. Ich habe nicht umsonst gleich zu Beginn die Mutationen für Sachsen genannt, die doch steigen, die auch regional sehr differenziert steigen. Und insofern werden wir uns in der Verordnung wirklich jeden Tag genau anschauen, weil wir uns auf keinen Fall den Vorwurf machen wollen, dass wir an irgendeiner Stelle zu spät reagieren. Deswegen schränke ich das an der Stelle ein Stück weit ein. Aber ansonsten gilt die 5-Tage-Inzidenz. Entschuldigung? Bitte? Bei Friseuren nicht, danke. Also manchmal weiß ich es auch nicht genau, weil wir wirklich, ich will das auch nochmal erklären, warum man manchmal so ein bisschen hin und her überlegt, weil wir wirklich im Kabinett noch Änderungen vornehmen und die dann wirklich schnell aufgeschrieben sind und alles hat man dann wirklich auch nicht im Kopf, ich will es einfach nochmal sagen, zum Verständnis. Die Nachfrage zu den landwirtschaftlich Tätigen, dort ist es so, die Ausnahme sind die Einpendlerinnen und Einpendler, die in der Landwirtschaft tätig sind und zwingend Nutztiere versorgen müssen. Es geht hier wirklich um den zwingenden Schutz. Das sind diejenigen, die eben einreisen dürfen. Alleine nur in der Landwirtschaft tätig zu sein, gilt nicht. Es muss zwingend nachgewiesen werden, dass ansonsten die Tiere nicht versorgt werden können. Jetzt stelle ich mal eine Nachfrage zu dem, was Frau Köpping gerade gesagt hat, weil es ja auch so viele Unterschiede gibt, vielleicht zu den Eckpunkten und zu diesem Entwurf. Es galt ja bei den Schulen, Grundschulen und Kitas auch diese Besonderheit, dass man sagt, auch eine gewisse Inzidenzabhängigkeit und dass man da gesagt hat, ab 8. März kann es eigentlich frühestens greifen, das war im Entwurf der Stand, dass einzelne Kreise oder auch kreisfreie Städte dann ihre Schulen, Grundschulen und Kitas wieder schließen müssen, wenn vorher. Wie können Sie sagen, wie da die Regelung jetzt getroffen ist vom Kabinett? Ist da nochmal rangegangen worden? Nein, die bleibt genau so, dass wir uns am 1. März das nochmal anschauen und dass am frühesten am 8. März eben entschieden werden kann, ob es eine Veränderung gibt oder nicht. Das bleibt. Vielen Dank. Dann ist der nächste Kai Kollenberg, Freie Presse, an Herrn Dulich, der Haribo-Chef. Oh, ist jetzt möglicherweise eine andere Frage, aber die machen wir einfach rein. Der Haribo-Chef hat Ihnen indirekt vorgeworfen, Sie hätten die Vertraulichkeit gebrochen, als Sie über das Katjes-Angebot für das Werk in Wilkau-Haslau gesprochen haben. Was sagen Sie dazu?
Ich habe mich zu einem Zeitpunkt geäußert, wo es erstmal darum ging, dass Katja seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt hat. Da gab es noch keine Vertraulichkeitsunterzeichnung beider, sondern erstmal die grundsätzliche Bereitschaft von Katja für diesen Standort sich zu interessieren. Es gab in den letzten Tagen etwas Verwirrung, weil auch aufgrund des Interviews der Eindruck entstanden ist, als würde es keine unterzeichnete Vertraulichkeitserklärung geben. Ich kann bestätigen, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung hinsichtlich des Haribo-Werkes in Wilkau-Haslau von Haribo und Katjes unterschrieben wurde. Nur jetzt gilt halt genau diese Geheimhaltung oder Vertraulichkeit. Deshalb haben beide gesagt, sie werden sich jetzt nicht weiter zu dem Prozess äußern, sondern erst, wenn es einen Anlass gibt, werden beide gemeinsam sich öffentlich äußern. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das verkündet habe, war das nicht geheim. Ganz im Gegenteil, Katjes hat mir ja gegenüber bestätigt, dass sie Interesse haben. Ich kann aber jetzt bestätigen, dass die Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wurde, weil das in den letzten Tagen in Frage gestellt wurde. Wir kehren von den Gummibärchen wieder zurück zur Corona-Verordnung. Frau Köpping, Sie sind jetzt das Ziel mehrerer Fragen. Thomas Fischer, Bild-Zeitung, nochmal die Nachfrage mit einer klaren Beantwortung steht hier. Ist Wandern für die Staatsregierung Sport? Ist Rodeln mit Kindern Sport? Ja. Ja. Andrea Schabe, Andrea Schabe, Sächsische Zeitung, auch an Sie, Frau Köpping, zu den Ausgangsbeschränkungen. Das bedeutet, das ist eine Verständnisfrage, man kann zum Beispiel aus Dresden nicht in einen Landkreis fahren, wenn dort die 15-Kilometer-Regel noch gilt? Fragezeichen. Genau so ist es. Genau so ist das gemeint. Thomas Fischer an Frau Köpping. Zählt die 5-Tage-Inzidenz unter 100 rückwirkend oder ab Start Datum der neuen Verordnung? Ab Start der neuen Verordnung. Ich gucke jetzt noch mal hin, dass ich es richtig sage. Ja, sonst würden wir es gerne noch mal nachliefern. Da müssen wir noch mal genau reinschauen. Aber ich glaube, ab Start der neuen Verordnung. Wir schauen aber noch mal nach. Es gibt zwar keine Frage im Chat, aber mir fällt noch die Musikschulen, weil Sie vorhin das noch mal erwähnt hatten. Das war ja auch so eine Besonderheit, die Musikschulen. Da gab es so 3 Gründe, glaube ich, warum Einzelunterricht für Leute, die internationale Wettbewerbe hatten, Prüfungen, ein Studium aufnehmen wollen. Ist es dabei original geblieben? Ja, genau dabei ist es geblieben. Frage von Michael Deutschmann, frisch reingekommen. Gilt das Datum des 8. März auch umgekehrt? Also, dass die Staatsregierung bei positiver Entwicklung auch beabsichtigt, weiterführende Schulen im Wechselmodell zu öffnen? Das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Wir planen das, dass es weitergehen kann, aber das ist eben abhängig von der Entwicklung in Sachsen. Das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Die Erfahrung zeigt, dass man 30 Sekunden noch warten sollte, jetzt hier mit denen, weil es so eine Verzögerung gibt. Das würden wir einfach mal klassisch vielleicht überspielen. Gibt es irgendwas, was zu korrigieren ist jetzt, wo man schon sagen muss, das war irgendwie vielleicht... Okay. Mit den Nachbarlandkreisen wird nachgereicht. Ja. Okay, das ist die Frage, ob die 5-Tage-Inzidenz unter 100 rückwirkend oder ab Startdatum der neuen Verordnung gilt? Ja? Okay. Wir sind live, glauben, dass es schon ab jetzt gilt, aber es wird nachgereicht den Journalisten, ja? Okay, es gibt tatsächlich keine Frage mehr. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn. Wir haben eine Dreiviertelstunde, wir haben eine neue Corona-Verordnung ab Montag, aber alle auf dem Podium sind zufrieden. Wir haben eine Minute extra gewartet. Ich glaube, wir wünschen uns ein schönes Wochenende und vielen, vielen Dank. Danke.